Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview im Rahmen des Resilienz Online-Kongresses 2024. Mein Name ist Sebastian Mauritz, bei mir Dr. Daniela Blickhahn. Liebe Daniela, wieder findest du Zeit, wieder ist es mir eine Freude. Danke, dass du dir diese Zeit dann heute nimmst. Ich habe mich schon die ganze Zeit auf dieses Gespräch gefreut, lieber Sebastian, weil es ist nicht das erste Mal und ich habe unsere letzten Gespräche noch in wirklich, wirklich guter Erinnerung. Echt schön. Vielen Dank. Und es ist mir immer eine Freude, mich mit dir auszutauschen, weil du auf so vielen Ebenen quasi diese ganzen Phänomene wie mentale Gesundheit, positive Psychologie, gelingendes Leben, Menschen, die erblühen, betrachtest und immer auch sozusagen auf der theoretischen Seite sehr fundiert und auf der praktischen Seite sehr einfach Dinge zur Umsetzung bringst. Und das ist natürlich mir als Praktiker, kommt das sehr, sehr zugute und die Menschen interessieren sich dafür auch sehr. Also vielen, vielen Dank. Das ist ein toller Start. Vielen Dank für die Wertschätzung. Also wenn du sagst, mir als Praktiker kommt es sehr entgegen, dann ist das Wasser auf meine Mühlen. Ich bin seit über 30 Jahren jetzt im Coaching und in der Ausbildung von Coaches tätig und bin dann zwischendurch ja mal in die akademische Welt für einen Ausflug von mehreren Jahren wieder gegangen, als ich noch mal studiert habe und auch promoviert. Und habe so nach diesem Ausflug, der so ungefähr 5 Jahre gedauert hat, erstens eine ganz steile Lernkurve gehabt, die mich bis heute wirklich stolz macht und wo ich auch sehr, sehr froh bin. Habe aber auch seitdem wieder schätzen gelernt, das Feld, in dem ich bin. Also genau dieses angewandte Feld, wo es darum geht, Menschen zu unterstützen, zu begleiten, um mit den Herausforderungen umzugehen, die ja einfach nicht weniger werden, sondern die ja mehr werden. Und da, wenn du mich fragst, was machst du denn da jetzt auf dem Feld, wo gehörst du denn hin? Ich glaube, ich gehöre auf die Brücke. Also ich möchte gern so von dem sprichwörtlichen Elfenbeinturm zum sprichwörtlichen Spielfeld in der Anwendung gerne die Brücke bauen und übersetzen, was auf der einen Seite erforscht wird, was auf der anderen Seite dann nutzen kann. Und deswegen ist so dieser Resilienzkongress einfach ein ganz, ganz tolles Forum. Ja, Matthias Wager sagte mal so schön in Abano Terme, Theorie und Praxis liegen in der Theorie am Anfang näher zusammen als in der Praxis. Und mit zunehmender Praxis liegen Theorie und Praxis in der Praxis näher zusammen als in der Theorie. Er bezog das auf das systemische oder systemischere Denken, Handeln, Arbeiten. Und das war wieder für mich wieder so ein Cognitive Overload. Und ich dachte so, wow, 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 stopp. Also wie viele Sätze von Matthias musste ich darüber erstmal ein paar Wochen nachdenken. Und irgendwann dachte ich dann so, ja klar, also man braucht eine sehr gute Fundierung, eine gute theoretische Grundlage. Und ich glaube, gleich in die Praxis zu springen ohne diesen Hintergrund ist einfach schwierig. Nur irgendwann merkt man dann auch mit den ganzen internen Evidenzen, die man so hat, so dieses Gefühl für Dinge zu bekommen, das ist schön. Und ich finde dieses Bild von dir auf der Brücke sozusagen den Weg weisend hin und her oszillierend. Ach, herrlich, das freut mich sehr. Ich habe aus den sozialen Medien dich am Strand gesehen. Und nicht dich am Strand gesehen. Nein, du hast meinen Computer am Strand gesehen. Genau, ich habe deinen Computer am Strand gesehen. Das ist eine schöne Reduktion. Ja, man sieht einen Computer und sagt, da ist Daniela. Ja, also ich habe deinen Computer am Strand gesehen, nicht alleine sozusagen so mit irgendjemandem unterm Arm so weglaufen, so, sondern da war dieser Satz drunter so, ich arbeite am Buch, ich nähere mich der Zielgeraden und da ein Buch zu schreiben, immer auch ja ein sehr, also für mich zumindest sehr intensiver Prozess, manchmal auch ein bisschen leidvoll ist. Erzähl doch mal ganz kurz, worauf darf ich mich freuen? Weil auch dein letztes Buch hat mir große und tiefe Freude bereitet, hat zu Recht ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel positive ja, Konnotationen und Besprechungen und so weiter bekommen. Worum geht es im Neuen? Mit dem letzten Buch, da meinst du positive Psychologie im Coaching, nehme ich an. Das ist genau. So wirklich so mein Herzensbuch, wo ich so mich total freue, dass ich diese Erfahrung aus den letzten über 3 Jahrzehnten da habe einfließen lassen können. Also das ist nach wie vor so, ich freue mich, wenn ich das Buch in die Hand nehme und drauf schaue und vor allem, wenn ich auch Rückmeldung dazu kriege. Also danke. Das neue Buch, das ist spannend, weil das neue Buch ist eigentlich ein altes Buch.
Es geht zu einem Thema, zu dem ich vor über 20 Jahren schon mal ein Buch geschrieben habe, nämlich Stichwort Persönlichkeitspanorama. Das ist eine Coaching-Methode, die ich seinerzeit entwickelt habe, als es im Coaching so gerade darum ging, wie kann ich eigentlich diagnostische Aspekte ins Coaching, ins prozessorientierte Coaching mit reinnehmen. Und da habe ich Ende der 90er ein Verfahren entwickelt, das ich Persönlichkeitspanorama genannt habe, weil es dabei darum geht, das eigene Selbstbild, so diese Frage, wer bin ich denn eigentlich, was gehört alles zu mir, das in den Blick zu nehmen, das nach außen zu bringen, zu visualisieren, darin zu arbeiten und es dann sozusagen sortiert, aufgeräumt, vielleicht mit einem Update versehen, wieder in sich reinzuholen. Und dieses Buch, ist gelaufen und gelaufen. Ich habe ein Seminar dazu entwickelt, das immer noch läuft, wo die Teilnehmenden in der Regel wirklich sehr beflügelt, beseelt rausgehen und sagen, boah, es hat mich echt weitergebracht. Und das Buch ist inzwischen vergriffen und so hat der Verlag sich jetzt darauf eingelassen, als ich ihn angesprochen habe, gesagt, Mensch, das Thema scheint echt wichtig und ich würde gern dieses Buch neu schreiben. Weil so wie ich es damals geschrieben habe, das war zum damaligen Wissensstand und in diesen 20 Jahren oder 25 Jahren habe ich etliches dazugelernt. Vor allem habe ich die positive Psychologie integriert und so wird es jetzt ein ganz neues Buch, wo das Wort Persönlichkeitspanorama auch erscheint, aber im Untertitel. Und der Titel, ich glaube, der ist jetzt auch ziemlich final, den der Junfermann Verlag gefunden hat, ist das eigene Selbstbild erkennen und entfalten. Also es geht darum, wer bin ich eigentlich und wie kann ich mich ja erkennen und wie kann ich auch entfalten, was da in mir ist. So mit diesem Lieblingszitat, auch das bringe ich natürlich im Buch wieder unter, werde, wer du bist, ist das ja wirklich so treffend beschrieben. Also nicht werde, wer du sein kannst oder wer du musst oder solltest, sondern werde, wer du bist. Also im Sinne der Potenzialentfaltung, wie es ein Gerald Hüther nennen würde, da geht es mir darum, das aus psychologischer Perspektive mit einem Coaching Rahmen zu unterfüttern. Also es ist ein komplexer Coaching-Prozess, den ich da beschreibe. Fallbeispiele drin, Fotos drin, bin gerade so am Fotos einbauen und habe heute den Abschnitt geschrieben, wo kann man das noch überall einsetzen, außer im Einzelcoaching mit Erwachsenen. Man kann es mit Kindern machen, mit Paaren, mit Familien, mit Teams. Also da geht so eine ganze Welt auf, wo dieser Erkenntnis- und Entfaltungsprozess hilft. Du merkst, ich freue mich total, wenn das Buch Ja. dann im Herbst 2024 erscheint und bin mal gespannt, was für ein Cover drauf kommt. Meine Bitte war, dass es irgendwas mit Mosaik werden soll, weil das Selbstbild als großes Mosaik, ne, wo man genau drauf schauen kann, dann sieht man Details, man kann aber auch weggehen und dann erschließt sich so ein ganzes Bild. Das ist die Idee dahinter. Ja. Wenn ich Selbstbild höre, dann höre ich sofort auch Fremdbild, weil das so ein Klassiker ist in der Arbeit mit Führungskräften. Das muss gar nicht immer so das 360-Grad-Feedback sein, sondern so Selbstbild, Fremdbild-Betrachtung. Welche Rolle spielt denn das Fremdbild in dem Selbstbild so in deinem Buch? Weil am Selbstbild zu arbeiten, finde ich total gut, sich selbst zu erkennen, eigene Potenziale zu entwickeln, erblühen zu lassen. Wunderbar. Und es hat ja was stark Interaktionales, also Thema auch Beziehung, Beziehungsstiftendes. Natürlich zu mir selber, aber auch dann in der, also wenn ich zu zweit bin, habe ich ja immer auch noch ein Fremdbild. Wie spielt das da rein? Das ist eine spannende Frage. Also das Fremdbild, wenn es jetzt nicht formalisiert im Sinne von Feedbackprozessen gespiegelt wird, das Fremdbild kriegen wir ja implizit mit. Ne? Wir kriegen es an der hochgezogenen Augenbraue, am Lächeln, an irgendwelchen Tonfällen oder an Inhalten von Aussagen. Dadurch kriegen wir ein implizites Feedback und Informationen über unser Bild beim anderen. Das Selbstbild ist aber längst selber nicht so bewusst, wie man vielleicht meint. Weil, also ich fange erstmal mit dem Selbstbild an, dann komme ich aufs Fremdbild nochmal zu sprechen. Unser Selbstbild haben wir normalerweise quasi im Hintergrund unserer Aufmerksamkeit. Ja, es ist nicht so, dass wir durch unseren Tag gehen und die ganze Zeit so wie so ein Spiegel dabei haben, wo wir sagen, ha, bin ich auch gut genug, mache ich das ordentlich? So gerade hier jetzt, ne, bei Zoom, wie schaue ich aus und mache ich das auch gut? Da wäre ich sehr schnell nicht mehr handlungsfähig, genau, weil dann bin ich abgelenkt, dann bin ich nicht mehr in dem Flow und in der Interaktion, in der Beziehung drin. Also das gesunde Selbstbild, das ist normalerweise nicht vorne, sondern hinten, also nicht präsent. Wann wird unser Selbstbild präsent für uns? Immer dann, wenn es eine Abweichung gibt von dem Grundrauschen.
die Abweichung, die sehr zuverlässig dazu sorgt, dass das Selbstbild nach vorne kommt, ist eine negative. Das heißt, wenn uns jemand, da wären wir wieder beim Fremdbild, irgendwie schräg kommt oder wenn wir ein Feedback kriegen, das uns erschüttert, traurig macht, wütend macht oder wenn wir uns nicht verstanden, nicht gesehen fühlen, dann kommt unser Selbstbild nach vorne im Sinn von, hä? Was ist falsch mit mir? Wie habe ich das hier jetzt in den Sand gesetzt? Und dann kommen wir in solche Denkspiralen rein. Das Gleiche gibt es auch auf der positiven Seite, wenn was richtig, richtig gut läuft. Wenn wir uns dann Zeit nehmen, um diesen Erfolg zu genießen, dann können wir daraus auch unser Selbstbild quasi nähren und erweitern. Leider ist es so, dass in unserer Kultur wir eher auf die eine Art und Weise geprägt sind. Ne? Lerne aus deinen Fehlern und erkenne dich selbst, aber Klammer auf, erkenne, was du besser machen kannst, statt erkenne dich selbst und feiere deine Erfolge. Also da kriegen wir nicht so viel mit. Und das Fremdbild, das wir normalerweise in unser Selbstbild einfließen lassen, das passiert dann in Form von Werten, von Normen, von Regeln, von Bewertungen unseres eigenen Tuns. Wir haben es also quasi internalisiert und haben es dann mit als Bestandteil im Hinterkopf dabei. Ungefähr so kann man diesen komplexen Prozess in ein paar Sätzen zusammenfassen. Also vielen Dank, das war schon mehr, als ich gehofft hatte. Jetzt mal mit Blick auf mentale Gesundheit und Resilienz. Wenn du mal mit mir und den Zuschauenden teilen könntest, was so, also wie du das für dich definierst, wie du das denkst, jeweils separat oder auch in Beziehung, gerne auch in Beziehung. Und was hat das mit dem Selbstbild zu tun? In Klammern, meine Hypothese ist, wenn mein Selbstbild kongruent ist, also zu dem, wie ich es auch tagtäglich lebe und ich wenig Dissonanzerfahrungen habe, dann ist das für mich also entspannter und auch kraftvoller, als wenn ich sozusagen ein bisschen nicht so adjustiertes Selbstbild habe, wo ich von mir zu wenig oder zu viel denke, mich falsch einschätze, weil das dann in der Regel mich entweder limitiert oder mich permanent überfordert. So, aber das ist so meine Hypothese, die ich da gerade so hatte. Und ich dachte, ah, das ist ja spannend. Aber wir fangen mal bei mentaler Gesundheit und Resilienz an und bauen dann den Weg dahin. Ja, machen wir. Also mentale Gesundheit, ich würde es mal erweitern auf psychische Gesundheit. Psychisch ist ja mehr als nur mental kognitiv, da gehört die emotionale Gesundheit auch dazu und das Verhalten auch. Also die drei Bausteine Denken, Fühlen und Handeln oder Kognition, Emotion, Motivation. Das, wenn in der Balance ist, dann erleben wir Gesundheit. Was hat das jetzt mit dem Selbstbild zu tun? Das ist dann so, dass das Selbstbild uns eben nicht aktiv beschäftigt und wir uns fragen, gut genug, nicht gut genug, was sollte ich ändern, sondern wir sind im Tun, wir gehen voll und ganz auf, wir erleben vielleicht Flow-Momente, wir erleben Zufriedenheit, wir erleben uns im Tun. In dem Moment, wo das stockt, wo das Selbstbild nach vorne kommt mit einer Frage von, was hätte ich hier anders machen können, bin ich eigentlich richtig? Sollte ich nicht schon längst und so weiter, ne? Diese ganzen inneren Dialogfragen, die inneren kritischen Fragen, die da kommen, dann hat das Auswirkungen auf unseren Selbstwert. Also ich gehe jetzt vom Selbstbild zum Selbstwert, also zu dem emotionalen Erleben, mag ich mich so, wie ich bin. Ja, das wäre jetzt so in Umgangssprache ein Synonym für Selbstwert. Habe ich mich lieb? Komme ich mit mir gut klar? Bin ich gut Freund mit mir? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, den Selbstwert zu beschreiben. Da hat die Psychologie auch viele Jahrzehnte dazu geforscht. Das ist eines der Top-Forschungsthemen der Psychologie gewesen, schon seit den 90er Jahren und bis in die 2000er rein. Und das Ziel oder so die ideale Art und Weise, mit sich, mit dem eigenen Selbstbild und Selbstwert umzugehen, das nennen die Psychologen den sogenannten unbedingten Selbstwert oder auch bedingungslosen Selbstwert oder wir könnten vielleicht sagen bedingungsfreien Selbstwert, also unconditional self-esteem. Diese Bedingung, die da drin steckt, das heißt, ich knüpfe meinen Selbstwert und auch die Akzeptanz meines Selbstbildes eben gerade nicht an Bedingungen. Und ich sage, okay, ich habe mich lieb, ich bin mit mir gut Freund und
Auch mir passieren Fehler, mal klappt was nicht und das ist normal, das geht anderen Menschen auch so. Dann hätten wir da zum Beispiel im Fall von Misserfolg über den Weg des Selbstmitgefühls, des freundlichen Umgangs mit sich selber, hätten wir einen Weg, wie wir damit umgehen können, dass wir scheitern, dass wir Fehler machen, dass wir nicht perfekte Menschen sind. Ja, und dann kann unser Selbstwert stabil bleiben. Dann ist er nicht von Bedingungen abhängig. Deswegen unbedingter Selbstwert. Der bedingte Selbstwert dagegen, der hängt davon ab, dass ich von außen Bestätigung kriege. Also habe ich das auch gut gemacht und mache ich hier auch nichts falsch? Ja, so diese Frage, mit der man durch die Gegend läuft. Und da gibt es, ja, wie du sagst, entweder die Lösung, mein Selbstwert ist quasi aufgeblasen, hoch, oder klein und Luft rausgelassen. Und ich mag das auch ganz gern, da so in Bildern drüber nachzudenken. Ne? Vielleicht kennst du auch dieses Michelin-Männchen noch von seiner Zeit, so dieser große Luftanzug, wo man sich vorstellen kann, okay, der bedingte Selbstwert, der übersteigert, da habe ich mich so quasi aufgepustet und stehe dann da in meinem Michelin-Anzug und muss natürlich aufpassen, wie noch was, dass niemand mit einer Stecknadel kommt. Ja, also das ist das, was die Forschung sehr verwundert hat. Also die Forschenden verwundert, als die Ergebnisse rauskamen, dass ein hoher Selbstwert unter Umständen zu Verhaltensweisen führt, die absolut unangenehm sind. Also zum Beispiel zu stärkerer In-Group-Out-Group-Differenzierung, zum Abwerten von anderen Menschen, die anders sind. Weil ich muss ja meinen Michelin-Anzug schützen, ja, und das geht am besten so. Und so hat sich herausgestellt, okay, Hauptsache hoch, Hauptsache ganz viel Selbstwert und ein ganz poliertes Selbstbild, das kann es nicht sein. Und im anderen Extrem, dieses geringe Selbst, der geringe Selbstwert, so quasi das kleine Würstchen, wo ich mich so fühle, als müsste ich mich verstecken, dass mich nur keiner genauer sieht. Das hat natürlich auch massive negative Nebenwirkungen auf die psychische Gesundheit. Das führt zu Rückzug, führt zu Vermeidungsverhalten, führt dazu, dass wir uns versuchen, also unsere Schäfchen noch im Trockenen zu haben, die wenigen, die uns geblieben sind. Und so gibt sich so ein Kontinuum zwischen dem in der Mitte, dem bedingungsfreien Selbstwert. Ich bin, wie ich bin mit allen meinen Schattierungen und ich bin damit gut Freund. Und der übersteigerte Michelin-Männchen-Selbstwert und das unter, also sozusagen zu wenig ausgeprägte, so klein mit Hut Selbstwert. Und die Idee ist jetzt zu schauen, wie kann ich in diesen Mittelbereich kommen, wo es mir möglich ist, unabhängig von den Bedingungen von außen, von der Bestätigung von außen, mit mir gut Freund zu sein. Wie geht das? Ja, und da ist eben zum Beispiel so eine Methode, wo man sich auch mal wirklich in Ruhe Zeit nimmt zu schauen, wer bin ich eigentlich heute? Enorm hilfreich. Weil wir, und das ist noch so eine interessante Facette, dadurch, dass das Selbstbild ja normalerweise da hinten im Hinterkopf rum sitzt, sozusagen als Hintergrund, sitzt es da auch erstmal ganz gut, auch wenn wir uns verändern, unsere Umwelt sich verändert und eigentlich wir ein quasi Update machen müssten. Viele von uns laufen mit einem Selbstbild durch die Gegend, das irgendwann mal früher gebaut wurde, weil wir uns nicht, weil wir keinen Rahmen haben, wo wir quasi eine Aktualisierung vornehmen können. Was wir alle kennen, ist eine Aktualisierung, wenn wir gegen die Wand laufen. Dann aktualisiert sich das von selber und zwar sehr schnell und sehr schmerzhaft. Ja. Aber dieses Werde, wer du bist, wer bin ich denn eigentlich jetzt? Wer bin ich im Alter von X? Wer bin ich, nachdem ich mich gerade getrennt habe oder gerade verliebt habe, nachdem ich ein Kind bekommen habe, das Kind aus dem Haus geht. Na, diese ganzen Übergänge in unserem Leben, die führen ja dazu, dass wir uns entwickeln. Und da hängt Selbstbild, Selbstwert und psychische Gesundheit. Na, und du wolltest Resilienz noch mit ins Bild holen. Genau. Das kriegen wir in dem Moment rein, wo wir sagen, okay, Resilienz ist dann gegeben, wenn ich in der Lage bin, mit mir gut Freund zu sein. Dann bin ich, stehe ich stabiler und kann auch, wenn mir der Wind ins Gesicht bläst, stabiler stehen bleiben. Und das beschreibt eine Facette der Resilienz. Also hochgradig interessant, weil bei mir gerade so, also ich sag mal, was bei mir gerade in den Kopf kam. Das eine und das, was ich so interessant finde, ist diese Idee der Aktualisierung, wo, wenn ich mich vielleicht, also meine Prämisse ist immer, das Gehirn will lernen und wachsen.
Und wenn ich ein paar Jahre lang gelernt und ge habe und gewachsen bin, was ja oftmals unbewusste Prozesse sind, dann passt ja manchmal, dann braucht ja eigentlich mein Selbstbild auch, Computermetapher, aber ich benutze sie mal, ein Update sozusagen, eine Aktualisierung. Und was ich daran gerade so spannend finde, ist, dass das ja auch ein Stück weit so mit dieser Geschichte zu tun hat, die wir uns immer wieder erzählen, wer wir sind und wie wir sind. Und wenn ich das so höre, dass man bestimmte Dinge nach draußen tut, sie sozusagen oder in den Vordergrund holt, sie bewusst aktualisiert und sie dann wieder quasi ins System reinnimmt, dann glaube ich, ist das ja auch eine Arbeit auf Identitätsebene, die immer auch wieder also vorhersagen, wie ich in einer bestimmten Situation reagiere, weil das Gehirn ja auch ein vorhersageorientiertes oder erzeugendes Organ ist. Und die Vorhersagen erzielt es ja auf Basis dessen, was sozusagen da ist. Dann werden ja auch die Vorhersagen besser, die Irritationen werden weniger und auch, sag ich mal, so Probleme, Stress und Krisen werden zumindest erstmal tendenziell unwahrscheinlicher. Kann man das so sagen? Sie werden nicht unwahrscheinlich, aber ich komme leichter und schneller damit klar, Okay. weil ich auch in der Lage bin, die positiven Reize mehr wahrzunehmen. Ja, also Ah, die ganzheitliche Wahrnehmung auf der gesamten emotionalen Bandbreite ist dann möglich. Und ja, klar, es geht um Identität, ne? Selbstbild, Selbstwert, da sind wir auf der Identitätsebene, auf der Ebene der Persönlichkeit. Wir können auch sagen, wir sind ganz am Kern von uns. Und dieser Kern, der ist quasi ummantelt von, im NLP mit den logischen Ebenen wäre es jetzt eine Pyramide, aber ich finde diese Ummantelung eigentlich auch eine ganz schöne Idee. In der Mitte bin ich, um mich herum sind meine Werte, um meine Werte herum sind meine Stärken, Fähigkeiten, Verhaltensweisen, so was ich so gut kann, und drumherum die äußerste Schicht ist das Verhalten. Und mit dem Verhalten können wir dann in der Umwelt draußen Einfluss nehmen und kriegen auch Einfluss von der Umwelt über unser Verhalten rein, zum Beispiel über die Wahrnehmung. Und so ist halt die Frage, wie viel Schichten muss so ein Reiz durchdringen, bis der dann wirklich bei uns im Kern an der Persönlichkeit, am Selbstbild angekommen ist. Und da gibt es quasi diese Standardvariante, die Querschläger, die kriegen wir sofort mit. Also so hat die Evolution das eingerichtet. Unsere psychische Werkseinstellung, die gibt dem Unangenehmen Vorrang, weil es halt früher überlebenswichtig war. Und das, was angenehm ist, das hat leider nicht die gleiche Priorisierung mitbekommen. Deswegen liegt es da an uns, ihm diese Priorisierung zu geben, also uns auch zum Beispiel abends hinzusetzen und zu sagen, hey, was ist heute gut gelaufen? Wo kann ich heute stolz drauf sein? Worüber habe ich mich gefreut? Was von mir habe ich heute vielleicht ein bisschen mehr gezeigt oder mehr ausgedrückt als gestern? Und so über diese Reflexionsmöglichkeiten kriegen wir dieses Update Stück für Stück sozusagen unterwegs hin. Und jetzt, wenn wir mal bei dieser Metapher bleiben, ist eine Computermetapher klar, aber hat durchaus einen Charme, weil wenn ich meinen Computer update, dann schalten Sie den Computer nicht aus. Es findet ein Update statt. Dazwischen wird ab und zu mal rauf und runter gefahren. Und das sind durchaus, diese Analogien kann man für den psychischen Prozess im Persönlichkeitspanorama durchaus nehmen, weil da brauche ich auch zwischendurch mal Pause, ja, wo ich einfach innehalte, wahrnehme und schaue, okay, wie passt das? Du hast vom Lebensnarrativ gesprochen. Wie kann ich meine Erfahrungen, die ich bis hierher gemacht habe in meiner Biografie, einordnen, sodass sie Teil von mir sind, dass ich mich nicht dagegen die ganze Zeit schützen, verwehren, abgrenzen muss. Ne? Nach dem Motto, ich hätte gerne ein anderes Leben gehabt, dann wäre ich jetzt auch jemand anders. Das führt eher in psychische Belastung, weil das ein wahnsinniger Energieaufwand ist. Das heißt, um psychisch gesund zu sein und zu bleiben oder auch zu werden, brauchen wir eine Versöhnung mit der eigenen Geschichte, nicht im Sinn von, die war gut. Es gibt viele persönliche Biografien, die nicht gut waren. Da waren Ereignisse drin, die objektiv gesehen kein Mensch erleben soll. Ja? Bloß zu sagen, ich will aber nicht, dass das hätte stattfinden sollen, das bindet wahnsinnig viel psychische Energie. Wenn ich stattdessen sage, okay, ich akzeptiere erstmal, dass das meine Biografie ist mit meinen Erfahrungen, die ich mit meinen psychischen Ressourcen irgendwie da verarbeitet habe, dann kann ich anfangen, mit mir besser Freund zu sein.
Und dann kann daraus was Gutes entstehen. Auch aus Leid, aus Schmerz, aus Trauer. Und das ist ein Teil der Psychotherapie, dieser Integrationsprozess. Das ist auch Teil von Coaching. Und das ist vor allem Teil von normaler persönlicher Entwicklung, von Selbstaktualisierung. Ja, das ist der Hintergrund hinter dem Werde, wer du bist. Akzeptiere deine Geschichte und geh damit kraftvoll, mutig nach vorne. Wenn man jetzt auf das eigene Leben schaut, dann geht es ja, das hatten wir im Vorgespräch kurz angesprochen, und darauf würde ich jetzt gerne überleiten, auf das Thema Grundbedürfnisse, weil Grundbedürfnisse für mich auch, ja, also je mehr ich mich damit beschäftige, für mich immer so die Erklärung auch sind, warum mich etwas stresst, warum ein Problem für mich auf einmal relevant wird, aber auch wenn ich dafür sorge, dass die erfüllt sind, dann ist das so, ja, wie im Sport. Mein damaliger Coach hat immer gesagt, play the basics. Also ich habe 21 Jahre lang Baseball gespielt und wir haben natürlich so Trickspielzüge und der hat das immer sehr müde, lächelnd sich angeguckt. Und dann hat er uns irgendwann zur Seite genommen, hat gesagt, Leute, also können wir alles machen, aber wir trainieren 80, 90% trainieren wir Grundlagen. Und für mich ist der Blick auf die Grundbedürfnisse sowas wie so eine grundlegende Praxis, wie atmen, richtig atmen, gut atmen, wie schlafen, wie, also sowas ganz Basales, was wir aber ab und zu mal vergessen. Wenn wir da jetzt sozusagen die Brücke hinbauen, wie passt das auch in dieses Thema von, wir waren gerade bei Identität, Leben, Leben, gesund bleiben, psychische Gesundheit auf allen Ebenen. Wie passen da diese psychischen Grundbedürfnisse für dich rein? Ich habe das gerade vor ein paar Tagen in der letzten Ausbildungsgruppe Positive Psychologie erzählt. Da hatten wir das Thema Grundbedürfnisse. Und da habe ich erstmal angefangen und habe die Teilnehmenden gefragt, okay, was ein Bedürfnis ist, da hat ja jeder so eine mehr oder weniger vage Vorstellung. Ja, also Bedürfnis ist so das, was ich so brauche. Oder vielleicht auch, was ich will, ne, was ich meine zu brauchen. Und hinter den Bedürfnissen gibt es vielleicht noch Ziele und es gibt Werte und das ist alles hoch individuell. Und dann haben wir geschaut, was ist denn eigentlich ein Grundbedürfnis? Ne? Da, du hast gerade schon gesagt, schlafen, essen, trinken. Klar, das waren die ersten Antworten, die dann kamen, die körperlichen Grundbedürfnisse. Und die haben wir zweifelsohne. Und wenn wir auf Dauer unsere körperlichen Grundbedürfnisse nicht berücksichtigen, nicht befriedigen, dann werden wir krank. Wenn wir nicht trinken, sehr schnell. Wenn wir nicht essen, ein bisschen langsamer. Wenn wir nicht schlafen, auch ziemlich schnell. Und die körperlichen Grundbedürfnisse, die sind ausgerichtet nach einem Prinzip. Im Biologieunterricht lernt man das nach der Homöostase. Also da ist das Ziel ein Gleichgewicht. So wie beim Heizungsthermostat. Wenn zu wenig da ist, wird geheizt. Wenn zu viel da ist, wird die Heizung ausgeschaltet. Ne? So funktioniert Schlafen, Essen, Trinken. Jetzt gibt es aber auch psychische Grundbedürfnisse, die auch Maslow hatte die bei seiner Bedürfnisaufzählung schon mit dabei. Der hat nur gemischt zwischen Defizitbedürfnissen und Wachstumsbedürfnissen. Deswegen erzähle ich mal hier die Bedürfnisseite aus Sicht der Selbstbestimmungstheorie. Das ist eine der modernen Motivationstheorien, die aber gut zu Maslow passt. Und die Herren, Deasy und Ryan, zwei Psychologieprofessoren aus Amerika, haben drei Grundbedürfnisse benannt. Und zwar haben sie gesagt, wir nehmen nur psychische Grundbedürfnisse auf, die Wachstumsbedürfnisse sind. Und die drei, ich verrate gleich, welche die sind, die funktionieren nach einem anderen Prinzip, nämlich nicht nach dem Homöostase-Prinzip, wenn genug davon da ist, wird abgeschaltet, sondern nach dem Wachstumsprinzip. Das heißt, sie sind Motoren unserer psychischen Entwicklung. Du hast gerade gesagt, ich gehe davon aus, dass jeder Mensch lernen will. Ja, genau, das ist Menschenbild der humanistischen Psychologie. Wir betrachten Menschen nicht als Roboter, die man anschieben muss, damit sie sich bewegen, sondern von sich aus möchte ein gesunder Mensch laufen lernen, sprechen lernen, die Welt erobern, bis man es ihm austreibt oder bis äußere Grenzen da sind. Ja? Und dann gehen wir mit diesen Grenzen. Und die psychischen Grundbedürfnisse sind die Motoren dieser Entwicklung. Also eigentlich die Motoren von wer du bist. Ja, von dem, dass wir uns auch aufmachen, neue Aspekte unseres Selbst zu entdecken. Und was sind jetzt die drei Grundbedürfnisse? Drei nebeneinander stehend.
Beziehung und Verbundenheit, Kompetenz erleben, Wirksamkeit und Autonomie erleben, also Selbstbestimmtheit. Und die entwickeln sich ziemlich früh, also die entwickeln sich bei jedem Menschen, die sind quasi in unserer Psyche mit eingebaut. Und das erste der Grundbedürfnisse, das entwicklungsgeschichtlich nach vorne kommt, ist die Verbundenheit. Schon ganz, ganz kleine Zwerge, Säuglinge brauchen dieses Erleben von Verbundenheit. Wenn sie es nicht haben, entwickeln sich schwere Schädigungen bis hin dazu, dass sie versterben. Das hat man in den schrecklichen Bedingungen in den Waisenhäusern im alten Rumänien gesehen, ne, wo Kinder keine Zuwendung gekriegt haben und die Folgen waren fürchterlich. Also Verbundenheit brauchen wir im Sinne von, ich darf Vertrauen haben, dass ich mich dir nähern kann, öffnen kann und du dich auch mir näherst. Dann das zweite Grundbedürfnis ist Kompetenz, Wirksamkeitserleben, also dass das, was ich tue, auch eine Resonanz bringt. Nicht unbedingt Erfolg, ja, ich muss nicht ständig Erfolg haben, beileibe nicht, aber ich brauche Resonanz. Was fürchterlich ist, ist so dieses ins Leere laufen. Ja, der literarische Sisyphos oder der literarische Don Quixote, die machen und machen und machen und es ändert sich nichts, das ist fürchterlich, das macht Menschen krank. Und das dritte Grundbedürfnis ist Autonomie, dass ich also selber bestimme, wo geht's hin, meinen Kompass ausrichte, selber meine Werte vertrete, lebe und integriere in das, was ich tue. Und dann haben wir die drei Freunde: Verbundenheit, Kompetenz und Autonomie. Und die brauchen wir in unserem Leben, damit wir psychisch gesund sind. Die sind unsere psychische Ausstattung, die dazu beiträgt, dass wir Resilienz entwickeln können, dass wir gesund bleiben, psychisch und körperlich. Dann heißt das aber auch, dass wenn ich in irgendeiner Art und Weise Stress erleben bei mir spüre, Also wenn du ein dass normaler Mensch bist, ja. wenn ich, ja, wir nehmen mal für den Moment an, dass ich ein normaler Mensch wäre, wobei sehr viele Leute sich jetzt kaputtlachen würden, aber es, also für den Moment nehmen wir mal Normalität an. Ne, in so einem normalen Kontext, dann könnte ich dann sagen, dass wenn ich Stress erleben spüre, dass dann garantiert, wenn ich in die Tiefe gehe oder suche, ich bei einem der drei Grundbedürfnisse von denen, die du gerade genannt hast, lande oder ist, weil es Wachstumsbedürfnisse sind, sozusagen brauche ich für Wachstum das dann als Erfüllung. Das. Beides. Also Stress erleben wir dann, wenn wir uns nicht kompetent fühlen, wenn wir uns isoliert alleine fühlen und wenn wir das Gefühl haben, wir sind im falschen Film. Genau. Ja, dann hätten wir ein Defizit an Wirksamkeit, ein Defizit an Verbundenheit, ein Defizit an Autonomie. Kombinationen davon sind auch möglich. Das ist also ein Ausdruck, wie wir Stress erleben auch definieren können. Du hast gesagt, wie ist es dann mit dem Wachstum? Wir können es auch so betrachten, wenn ich Stress erlebe, das hat ja unglaublich viel damit zu tun, wie ich diesen Stress bewerte. Ja, der Schauspieler, der auf der Bühne steht und sagt, oh Gott, ich bin so aufgeregt, ich habe Lampenfieber ohne Ende, der wird anders performen als der Schauspieler, der sagt, hey, ich bin ganz schön in Fahrt. Ich glaube, das wird heute richtig gut. In beiden Fällen klopft das Herz und sie merken, ja, da ist richtig was am Start, aber die Bewertung ist eine völlig andere. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wenn ich Stress aus der Perspektive der Grundbedürfnisse betrachte, dann kann ich auch sagen, das sind meine Helfer, weil ich kann meinen Wirksamkeitserleben nach vorne holen, kann sagen, wann habe ich das schon mal geschafft? Wann bin ich mit diesen oder ähnlichen Situationen schon mal einigermaßen gut oder vielleicht sogar sehr gut klargekommen? Kompetenz. Dann könnte ich fragen, was ist mir jetzt gerade wichtig? Geht es jetzt darum, hier zu brillieren? Klammer auf Leistungsanspruch, Stress steigt. Oder geht es darum, hier Freude zu haben, Spaß zu haben? Und schon sinkt der Anspruch und schon sinkt auch das Stresserleben. Und drittes, Verbundenheit. Ich erlebe Stress. Wo ist hier jemand, der lieb ist, mir lieb gesonnen? Wo ist ein potenzieller Verbündeter oder jemand, der mir den Rücken stärkt? Wir wissen aus Tierversuchen, dass wenn ein Tier gestresst ist, also zum Beispiel ein Äffchen, das Angst hat vor einem Hund, der da knurrend um den Käfig läuft, dass dieses Tier weniger gestresst ist, wenn nebendran ein anderes Tier sitzt, das nicht gestresst ist, in diesem Fall leider, weil es ein Psychopharmakon verpasst gekriegt hat, ein Angstlöser. Aber das hat dazu geführt, dass der war also gedopt, okay, aber sein Kollege hat weniger Stress erlebt, weil er gemerkt hat, ach, da ist einer und der ist ruhiger und schon konnte er auch ruhiger werden.
Und dieses Prinzip von Verbundenheit, das Stress senkt, das hat schon Gerald Hüther in einem seiner Bücher beschrieben. Ich glaube, was war in dem Buch Würde, aber die Hüther-Bücher sind alle toll. Und das können wir auch auf Menschen übertragen. Also in einer Studie, die darauf aufgebaut war, dass Menschen virtuell zusammenarbeiten, sich aber nicht sehen, hat es einen Riesenunterschied gemacht in Bezug auf Ausdauer, ob die die Information gekriegt haben. Im anderen Team, auf dem anderen Kontinent, die arbeiten am gleichen Problem oder nur du arbeitest an dem Problem, die anderen arbeiten an anderem. Das hat schon eine Wirkung gehabt auf Verbundenheit, auf Stresserleben, auf Ausdauer. Und das ist doch krass. Einfach nur so ein Satz kann dazu führen, dass der Stress sinkt, weil ich mich sozusagen nicht allein auf weiter Flur fühle. Das ist so ein bisschen dieses You're not alone, ne? You're not alone. Da, 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 da. Ja, Genau. das ist, also das beruhigt mich auch immer, wenn mir irgendwas Komisches passiert, dann gibt es in mir sofort eine Stimme, die sagt, das passiert auch anderen. Also das ist so, wo ich mir sofort einen dann grinse, sage, hey, es ist okay. Wieder Kontakt zur Menschlichkeit im Kern, zum Kern des Scheiterns. Das macht uns Menschen aus. Dann fühle ich mich tatsächlich total verbunden zu all denen, die das auch passiert ist. Und dann ist schon gleich ein bisschen weniger schlecht so. Also Und da ist enorm wichtig, auch jetzt im Hinblick auf psychische Gesundheit, ganz sauber zu differenzieren. Und so wie du es beschreibst, bist du ja da genau ganz präzise. Das, was mir gerade passiert, das kann anderen auch passieren. Ich bin da nicht allein. Weil das Risiko, das besteht, wenn ich mich vergleiche mit anderen, ist ein, komm, hab dich nicht so, andere haben es noch viel schlimmer. Das geht nach hinten los. Oder ein, das geht anderen auch so und ich bin nur eine Nummer. Ja, weil es geht ja anderen nicht genauso, sondern es geht anderen vergleichbar so. Und der entscheidende Punkt für dieses Selbstmitgefühl ist ja, wie du sagst, die Verbundenheit mit anderen und nicht die Isolation wie im Selbstmitleid, wo ich sage, ich bin das arme Schwein und allen anderen geht's Gloria. Das ist etwas, was nicht zur psychischen Gesundheit beiträgt. Aber diese Shared Humanity heißt auf Englisch, ne? Also geteilte Menschlichkeit ist irgendwie eine blöde Übersetzung, aber dieses Miteinander erleben. Das führt dazu, dass wir psychisch gesünder bleiben. Also wir Menschen sind halt schlicht und ergreifend Herdentiere. Auch wenn wir es nicht wollen, aber wir sind es halt einfach. Ne? Unsere Hirne sind es. und ich finde auch, das ist so das Schöne an so Sharing-Runden, oder auch, ich sage manchmal in Seminaren, Ja. wenn ihr eine Frage stellt, weil ihr was nicht verstanden habt, was wir ja, wie ich glaube, Gerald Hüther hat es auch mal so schön gesagt, in den Entmündigungsanstalten dieser Welt, er meinte damit die Schulen, da lernt man ja so nach dem Motto, habt ihr es verstanden? Und aus der Autoritätsposition eines Lehrenden oder einer Lehrenden ist ja natürlich die Frage, nee, ich habe es nicht verstanden, stellt ja schnell die Lehrfähigkeiten in Frage. So. Und ich sage dann immer, bitte fragt. Und wenn ihr was nicht verstanden habt, habe ich entweder was nicht, also in der Regel habe ich es dann nicht gut genug erzählt, weil ich es schon 100 Mal erzählt habe und was Wichtiges vergessen habe. Aber man fragt nie nur für sich, man fragt immer auch für andere. Und ich rahme das immer als gelebte Nächstenliebe, Fragen zu stellen. So. Und ich hatte das einmal bei Stephen Gilligan erlebt. Wir waren in Köln, da war Stephen und Robert für diese Generative Coaching Reihe. Und dann hat er irgendwas erzählt und ich habe das einfach nicht verstanden. So, und ich frage dann, weil ich, also mir lässt das dann keine Ruhe. So, und ich frage dann, habe dann gesagt, Steven, I might be the only one who didn't get it. Und dann habe ich die Frage gestellt und dann sagt er, ja, Sebastian, that's the problem with a really small mind, right? Ich so, ja. I'm a male as well. Also, oh, you need therapy or an answer. You get the answer. Und danach war dann die Frage, wer hat die Frage auch noch gehabt? Und irgendwie die Hälfte im Raum ging die Hände hoch und sagte, naja, siehste, haben noch ein paar mehr nicht verstanden. Das finde ich auch immer so beruhigend, einfach zu fragen, dieses I don't know, was Milton Erickson so schön sagte. Dieses Nichtwissen auch zu kultivieren und zu sagen, ey, keine Ahnung, lass uns mal rausfinden, sag's mir bitte. Ja, das musste ich mich gerade daran erinnern. Das war, ach, da zähre ich heute noch von. Das ist, war so schön. Also für Nichtwissen so viel Wertschätzung zu bekommen.
Studien, Zurück? Ja, es ist bitte. eins noch zum Nichtwissen. Es gibt Studien, dass Menschen die Information am Ende besser und länger behalten, wenn sie vorher verwirrt sind. Also nicht einfach nur sagen, nö, verstehe ich nicht, Klappe zu, sondern wenn sie dieses Stadium der Verwirrung eine Weile zulassen, dann kann da sozusagen das Samenkorn des Verstehens dann tiefer Wurzeln schlagen. Auch schön, ne? Ja, also da das manchmal in meinen Seminaren doch der Praxis ist, unter welchem hast du das Stichwort, unter welchem Stichwort finde ich da mehr, dann hätte ich zumindest für meinen Lehrstil auch mal eine Studie, die ich da als Alibi hochhalten könnte. Diese Studie habe ich von einem anderen Robert, vom Robert Biswas-Diener, habe ich die kennengelernt. Die Quelle habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, aber da ging es um Studierende, die Mathe-Probleme lösen sollten. Und Mathe ist ja, wie wir alle wissen, eine recht komplexe Angelegenheit ab einem bestimmten Level. Und die wurden dann gleichzeitig auf das Maß ihrer Verwirrung befragt im Verlauf dieser Vorlesung oder dieser Unterrichtseinheit. Und je mehr Verwirrung am Anfang, desto mehr Verständnis am Schluss. Das ist so das, was ich mir jetzt Super. Gedächtnis so aus dem Ärmel da gemerkt habe. Quelle würde man da, Bin ich, kannst ja. du finden oder ansonsten kann ich sie nachschauen. Konsensus ist da ein guter Helfer für solche Fragen, ja, klasse. Wenn wir jetzt nochmal auf Beziehung, dann auch Thema Kompetenz, Autonomie, auf die drei Grundbedürfnisse nochmal schauen. Um mentale oder psychische Gesundheit zu kultivieren, was ja heute echt wichtig ist in diesen Poli-Krisenzeiten, Bani, VUCA, was auch immer man da für Akronyme hinterherwirft. Was kann ich tun aus der praktischen Sicht? Worauf kann ich achten? Also erstmal, bevor wir uns tun, kommen erstmal noch, was brauche ich noch an Verständnis? Es gibt noch ein Element, das wir noch brauchen, weil jetzt haben wir also die drei benannt. Ne? Du hast gerade nochmal eben in Erinnerung gerufen. Und dann ist die nächste Frage, wie viel davon brauche ich denn? Ja, weil wenn ich sage, ich bin hungrig, ich will essen, habe ich ungefähr eine Vorstellung, was gehört so auf den Teller, damit ich satt bin. Bei Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit ist es ja nicht so einfach, weil wir ja nicht nach diesem Homöostase-Prinzip arbeiten. Und da ist eine Analogie hilfreich. Ich habe hier immer ein Wasserglas vor mir stehen und das kommt mir hier gerade sehr gelegen, weil nämlich, wenn ich jetzt die typische Psychologenfrage stelle, wie voll ist dieses Glas, dann würden jetzt manche vielleicht sagen, na ja, okay, halb voll, halb leer, wir kennen das Spielchen. Und in jedem Fall könnten wir uns einigen, okay, es ist etwa zu 50% gefüllt und damit ja die Hälfte. Ich habe letzte Woche in der Ausbildungsgruppe für die Frage, wie viel brauchen wir von dem Grundbedürfnis, in meinen Running Gag dann gebracht. Habe gesagt, na okay, du denkst ja, dass in der Karaffe, mit der ich das vorhin gerade eingeschenkt habe, Wasser drin ist. Was würde sich an deiner Bewertung der Füllhöhe des Glases ändern, wenn du wüsstest, da ist kein Wasser drin, sondern hier ist mein Wodka-Stash drin, den ich brauche, um diesen Seminartag zu überstehen. Ja, genau. Einige haben ähnlich motiviert wie du. Und dann sagst du, ja, okay, vielleicht ist doch nicht halb leer. Vielleicht ist voll, vielleicht ist sogar zu voll. Und damit, auf diese Art und Weise, bleibt es wenigstens hängen, na, wenn du mit so einem dummen Witz das verbindest. Was wir da haben, ist ein Eichstrich. Also der Eichstrich, der vorher hier unsichtbar dran war, war etwa hier, Klammer auf, das ist ein Wasserglas. Wenn wir sagen Wodka, dann ist der Eichstrich hier. Und das ist wichtig für das Verständnis, wie viel brauchen wir von den Grundbedürfnissen. Wir brauchen nämlich nicht immer alles voll, wir brauchen schon gleich gar nicht so einen Hut da drauf. Ne? Apfelschorle kann man so einschenken, mein Sohn hat es in jungen Jahren perfektioniert, dass da ein Hut entsteht. Sondern es ist voll okay, dass das auch mal so gefüllt ist oder so. Die entscheidende Frage ist, wo ist mein Eichstrich? Und dieser Eichstrich, der hängt von mir ab und von meiner Biografie, Lernerfahrungen, das hatten wir vorhin schon mal. Der hängt davon ab, von meiner aktuellen Lebensphase. Mit 17 ist das anders als mit 77. Und der hängt ab von meinen Zielen. Ja, wo will ich eigentlich hin? Und insofern ist der Eichstrich variabel über die Lebensphasen hinweg und über die Lebensbereiche hinweg. Es kann sein, dass ich sage, ich brauche in meinem beruflichen Bereich brauche ich so viel Autonomie. Unbedingt, ja. Also ich bin selbstständig, es stimmt. In meiner Beziehung brauche ich nicht so viel Autonomie, da bin ich happy, wenn ich mich da auch mal unter den Arm klemmen lassen kann und sagen kann, komm, ich gehe mal auf den Beifahrersitz, ist voll okay.
Und so ist in Bezug auf unterschiedliche Lebensbereiche sind auch diese Eichstriche nochmal unterschiedlich. Und deshalb, ich nehme mal das Glas runter, weil mir sonst der Arm langsam lahm wird. Und deshalb ist die Antwort, das hängt davon ab. Wir brauchen in jedem der drei Gläser, ne, Glas 1, 2, 3, brauchen wir einen hinreichenden Füllstand. Eichstrich. Was hinreichend ist, hängt von mir ab. Und wir sind durchaus in der Lage, dass wir über eine bestimmte Zeit auch mal einen weniger gefüllten Fassungszustand abkönnen an einem Glas, was wir in der Regel nicht mehr gut abkönnen, wenn sie in zwei Gläsern dauerhaft zu wenig ist oder wenn ein Glas quasi leer läuft. Ich hatte meine Teilnehmerin, die kam nach der Übung, also da gibt es eine Coaching-Übung dazu, Inventur der Grundbedürfnisse heißt die ist in meinen Büchern, ist ja auch beschrieben. Dann kam die wieder und hat gesagt, also in meinem Glas sind Spinnweben. Und es war eine Formulierung, die hat mich damals echt erschüttert. Junge Frau, die daraufhin sehr massive Lebensentscheidungen getroffen hat, Beziehung gekündigt, Job gekündigt, Wohnort gewechselt, Leben neu ausgerichtet. Also das hat zu einer sehr massiven Umorientierung bei ihr geführt, diese Spinnweben im Glas. Ne? Gute Entscheidung, weil sie ist psychisch gesund geblieben. Also ich habe heute noch Kontakt mit ihr. Im Moment ist sie gerade in Thailand, weil die ihr Leben so eingerichtet hat, dass sie 2 Monate im Jahr remote arbeiten kann. Auch nicht schlecht. Super. Und deswegen, wie viel brauchen wir? Wir brauchen genug. Aber genug heißt nicht immer randvoll. Und wir können auch diese Grundbedürfnisgläser so ein Stück weit als verbunden betrachten, weil wenn ich in einem Glas durch mein Verhalten dann einen höheren Füllstand kriege, dann kann das sozusagen unterirdisch in die anderen Gläser rübergehen und da tut sich dann auch was. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man auf diesem Glas eine Blume, so von wegen aufblühen. Ja, Ja. es war mal ein Geschenk, hat meine Tochter mir Ja. gemacht, ein Flourishing-Glas. Toll. Ja. Also, das finde ich wiederum sehr interessant, weil es auch, ich merke gleich, wenn du das so erzählst, stellt sich bei mir eine Form von, wie sagt man, eine Form von Beruhigung ein, weil es auch von diesem Leistungsaspekt befreit. Ne? Also dieses, oh, immer volle Gläser jetzt und es muss immer hoch und so weiter und oh, jetzt muss ich mich auch um alle drei Gläser kümmern und ist überall, ist alles auch voll und was, wenn da mal was verbraucht wird, sondern diese Variabilität und auch, es gibt sicherlich immer auch Kontexte, wo man sagt, okay, jetzt kann ich auch mal für einen Moment ein bisschen weniger oder auch mal auf Reserve, wenn das eine Übergangszeit ist. Wohl aber das auch im Blick behalten und zu sagen, hey, und ich muss mich irgendwann darum mal wieder drum kümmern, dass das ein bisschen mehr wird und ein bisschen voller wird. Ja. Du hast ja vorhin gesagt, was können wir tun? Also wenn wir das mit dem Füllstand mal so als Grundlage nehmen, dann können wir erstmal die Erkenntnis rausholen, durch mein eigenes Verhalten kann ich sozusagen nachfüllen. Ich kann durch mein eigenes Verhalten aber auch buchstäblich den Stöpsel da unten ziehen und dann rauscht was raus. Ich kann auch rumgehen, angenommen hier wäre jetzt weniger drin und kann sagen, ey Sebastian, würdest du mal bitte? Ja, ich kann ja Wünsche äußern. Es ist nicht sehr gesund, auf Dauer nur so rumzulaufen und zu sagen, füll mal, da muss ich schon selber ran. Aber es ist durchaus so, dass durch das Verhalten von anderen Menschen sich auch bei uns in unserem Grundbedürfnis erleben was ändert. Und was kann ich tun? Ich kann mir erstmal dessen bewusst sein, dass es diese Grundbedürfnisse gibt und kann, das wäre jetzt die Perspektive der positiven Psychologie, ich kann schauen, was ist schon da? Passt schon. In welchem Lebensbereich, in welcher Situation erlebe ich mich als verbunden, als handlungsfähig, als autonom? Mal mehr, mal weniger. Ne? Also diese feinen Unterschiede wahrzunehmen, das gibt mir Sicherheit, Zuversicht und das gibt mir dann vielleicht auch Ideen, wie ich in anderen Lebensbereichen, wo der Füllstand etwas niedriger ist, vielleicht selber nachfüllen kann. Also Stichwort Handlungsfähigkeit, Selbstreflexion und daraus können sich dann auch wiederum Ziele ableiten. Ja, was will ich in Zukunft nicht mehr? Also die Teilnehmerin, die hat ihre Stelle gekündigt und ist komplett aus ihrem Leben einmal ausgestiegen und in ein anderes ein. Muss nicht immer so krass sein, aber vielleicht will ich Entscheidungen treffen und zu sagen, in Zukunft will ich das nicht mehr und ich will in Zukunft das so und so. Die Grundbedürfnisse gibt es übrigens auch im Selbstumgang. Wie bin ich mit mir in Verbindung? Wie kompetent erlebe ich mich mit mir? Ne, so Selbstfürsorge, Essen, Trinken, Schlafen, Sport, diese ganzen Sachen. Und wie autonom erlebe ich mich?
in Bezug auf mich? Darf ich mich mögen? Darf ich mit mir gut Freund sein? Ne? Solche Fragen. Schließt sich jetzt ein bisschen wieder der Bogen, wo wir am Anfang. Ja, super. Ja, was ich dabei auch so interessant finde, wo du das immer wieder auch ansprichst mit der Biografiearbeit, also allein diese drei Grundbedürfnisse zu nehmen und zu sagen, das sind ja auch Suchfilter, wenn ich auf meine Biografie schaue, die mir helfen, sehr große Kraftquellen und die wiederzufinden, mich daran zu erinnern, zu entdecken und da auch im Sinne der Erleben entsteht durch die Fokussierung von Aufmerksamkeit, aufmerksamkeitsfokussierend durch meine eigene Biografie zu gehen, sagen, ach guck mal, da habe ich für Autonomie, habe ich das gemacht. Und wow, ja, daran kann ich, ah ja, Mensch, stimmt, wenn ich mich so dran erinnere, dann greife ich sofort wieder auf diese alten Kompetenz- und Kraftnetzwerke ja dann zurück. Also das ist ja auch nochmal, sagen, nicht nur das Glas, sondern auch eine gewisse Art und Weise ein Pfad hin zu ja, Kompetenzerfahrungen, die ich in der Vergangenheit hatte und dann wieder zu der Resilienz, die eigentlich schon da ist, ja auch. Wenn ich mit dem Blickwinkel drauf schaue, wo war es schon da? Ja, viele Menschen schauen drauf, wo war es nicht da? Gehen mit einer Defizitbrille in diese Vergangenheitsbetrachtung und sagen, da hat es gefehlt, da hat es gefehlt, da hat es gefehlt. Und das macht dann auf Dauer natürlich nur noch frustrierter. Also, wenn wir jetzt nochmal auf die Grundbedürfnisse schauen und psychische Belastungen dagegen stellen oder Diagnosen psychischer Störungen, na, nehmen wir Depression und nehmen wir Burnout, häufige psychische Störungen. Das Leitsymptom, eins der zentralen Leitsymptome bei Depression ist die Hilflosigkeit. Das Gefühl, wertlos, hilflos, hoffnungslos zu sein. Das ist das Gegenstück zum Kompetenzbedürfnis. Eins der Leitsymptome bei Burnout ist ein Erleben von Fremdbestimmtheit, von Hamster im Rad, von nicht mehr das eigene Leben leben können, sondern immer nur noch hinterherlaufen müssen. Das ist das Gegenstück von Autonomie. Und Verbundenheit. In beiden dieser Formenkreise ist der soziale Rückzug ein Kernsymptom. Das haben wir bei beiden. Also da können wir ganz konkret belegen, warum ein zu geringer Füllstand auf Dauer in diesen drei Bereichen dazu führt, dass wir krank werden, dass wir Symptome entwickeln, in diesem Fall psychische Symptome. Und deswegen lohnt es sich, auf dieses Nachfüllen schon regelmäßig einmal zu achten und das für sich selber im Blick zu nehmen. Ja, spannend. Wir hatten im Vorgespräch noch eine Sache, mit der ich gerne unseren schönen Austausch, deine interessanten Ausführungen heute beschließen möchte. Und zwar, ich hatte mir da noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht, weil ich tatsächlich da eine eher lineare Betrachtungsweise hatte. Und zwar sagtest du sowas, dass man eigentlich auf der gesamten Bandbreite von, sagen wir mal, definieren wir es mal als in Anführungsstrichen psychische Störung oder herabgesetzte psychische Regulationsfähigkeit, wie auch immer, bis hin zu, ich bin total gut drauf, extrem belastbar und so weiter. Man kann auf der gesamten Bandbreite erblühen oder aufblühen. Und dann dachte ich so, oh, da hat es mich wieder ertappt, weil mein sehr, also ich ertappe mich total gern, aber denke dann auch immer so, ah, spannend, wieder, ne, wieder geirrt. Meine Idee war immer, dass ich sozusagen nur in dem sehr guten Bereich aufblühe. Also so das idealisierte Bild, so völlig gesund und so weiter. Und dann kommt das Aufblühen und dann, dass das auch in diesem eher eingeschränkten Bereich, belasteten Bereich, möglich ist. Das hat mir total Hoffnung gegeben, weil ich so dachte, ey, cool, weil ich glaube, dieses Thema, du kannst nur aufblühen, wenn es dir saugut geht, ist ja absolut frustriert. Also dir geht's schon scheiße und dann kannst du noch nicht mal aufblühen, um es mal klar zu sagen, ja. Das fand ich total spannend und ich würde gern zum Ende noch mal drauf schauen, was muss ich denn eigentlich machen generell fürs Aufblühen, gerade vielleicht, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich wirklich, wenn es mir dreckig geht.
Also das, was du da ansprichst, dieser Paradigmenwechsel in der, im Verständnis von psychischer Gesundheit, der geht darauf, dass wir sagen, wenn wir jetzt so ein Kontinuum haben, von auf der einen Seite ist es psychisch gesund, also da habe ich keine Diagnose, auf der anderen Seite psychische Diagnose. Nehmen wir einfach mal nur Angst und Depression, also die häufigsten. Dann gibt es da so ein Kontinuum. Und früher hat man gedacht, wenn ich da drüben eine Diagnose trage, dann war es das mit dem Aufblühen. Ja? Also entweder bin ich psychisch gesund, dann kann ich aufblühen, und wenn nicht, dann hatte ich Pech. Und es gibt inzwischen überzeugende Hinweise, auch empirische, groß angelegte Kohortenstudien, dass das Aufblühen auf dieser gesamten Bandbreite möglich ist, aber halt unterschiedlich leicht. Das heißt, es gibt empirische Belege, dass Menschen, die eine derzeit die Kriterien einer psychischen Störung erfüllen, durchaus auch im Bereich des Flourishing sein können, ankommen können. Das kann man ja messen mit Fragebögen. Aber es sind halt weniger als auf der anderen Seite. Na, hier ist es leichter, da kommen mehr sozusagen hoch. Im Moment versucht hier gerade die Katze die Tür aufzubrechen. Ich weiß nicht, ob man diese Nebengeräusche hört. Ich hoffe nicht. Nee, Nee, also okay. es war ein leichtes, ich nehme an, die Katze, wenn es eine typische Katze ist, verwendet irgendwie schweres Material, Ja. Sie verwendet Brechstange. sich. Ja, genau. So. Versucht an die Klinke zu springen. Bis jetzt hat es noch nicht geschafft. Okay. Okay. Wenn wir jetzt hier auf dieses Kontinuum schauen, hier, wo ich keine psychische Einschränkung, Belastung, Störung, Diagnose habe, kann ich relativ leicht anfangen, in diesen Bereich von Flourishing zu kommen, wenn ich auf die Grundbedürfnisse schaue, wenn ich mir Spielraum schaffe, wenn ich Erfahrungen, mache, also auf Deutsch, wenn ich rausgehe und lerne. Das führt dazu, dass wir werden, wer wir sind, übers Lernen. Wenn ich in diesem Mittelbereich bin, also keine Diagnose, eine Diagnose, ich bin so irgendwo, ich eiere da so in der Mitte rum, dann wäre die spannende Frage der Selbstreflexion im Sinn von, habe ich nur einfach nicht erkannt, dass es mir eigentlich wirklich gut geht und ich kann es wertschätzen und würdigen und auf einmal geht es mir besser. Stichwort Dankbarkeit, Wertschätzung, Zufriedenheit. Auch Ausdruck von Dankbarkeit anderen gegenüber, das könnte einen so ein Stück weit darüber und da hoch unterstützen. Und in Bezug auf Menschen, die jetzt derzeit mit den Symptomen einer psychischen Störung zu kämpfen haben, speziell Angst und Depression oder eine Kombi von beidem, also wenn wir da einfach mal schauen, was wird in der Psychotherapie gemacht? Das allererste, worum es geht, ist ein Wiedererleben von Wirksamkeit. Das geschieht dadurch, dass zum Beispiel jetzt im stationären Aufenthalt, da gibt es ja unterschiedlichste Angebote. Eins, was immer dabei ist, ist körperliche Bewegung. Immer wird gewalkt. Also einmal am Tag muss die ganze Gruppe raus und einmal ums Karree laufen sozusagen, weil allein die körperliche Wirksamkeit schon ein kleiner Baustein ist. Dann gibt es andere Angebote, wo unterschiedliche Möglichkeiten gegeben werden. Kunsttherapie, Musiktherapie, also hier bei uns im Landkreis in der ganz normalen psychiatrischen Regelklinik, wo jeder, der will, auch aufgenommen werden muss. Ne? Also das gibt ja so Kliniken, Akutkliniken. Da gibt es zum Beispiel dann ein Angebot, es darf mit Holz gearbeitet werden, es darf getöpfert werden, es gibt Bogenschießen, es gibt sogar Bouldern, was total genial ist für Wirksamkeit. Es gibt Musik- und Kunstangebote. Also die unterschiedlichsten Ideen, wo dann die Betroffenen erleben können, hey, da geht die kleine Tür auf. Und das kann ganz oft wirklich die Tür dann so weit öffnen, dass eine Therapiebereitschaft und Therapiefähigkeit da ist und dann kann es von da aus auch hochgehen. Also Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit ist einer der zentralen Motoren für psychische Gesundheit. Und ganz oft kriegen wir es nicht mit, weil wir einfach so in unserem Autopiloten durch die Gegend fahren, dass wir dieses, was ist durch mich entstanden, bewirkt worden, dass wir das nicht mehr mitkriegen. Ja, und so Interventionen der positiven Psychologie, die jeder wahrscheinlich inzwischen kennt, die drei guten Dinge am Abend, was war heute schön, das zahlt genau in die Richtung ein. Was ist heute gut gelaufen? Worauf bin ich heute stolz? Ja, das füllt jeden Abend wieder ein Stückchen, wieder so ein Schluck in dieses Kompetenzglas rein. Wobei ich mir natürlich die Frage stellen muss, um den Zugang dazu erreichen und oder zu bekommen. Weil wenn ich die Frage mir nicht stelle, dann rauscht es irgendwie an mir vorbei und ich bin vielleicht absorbiert in Ja. der Ohnmacht, im Nichtkönnen und so weiter. Ja. Weil in unserer, nochmal der Begriff psychische Werkseinstellung,
ist dieses Wahrnehmen des Positiven leider nicht priorisiert eingebaut, ne? Sondern was in unserer Werkseinstellung drin ist, ist das Wahrnehmen des Unangenehmen, des Negativen, des Bedrohlichen. Und dem entgegenzuwirken, das ist Teil der Aufgabe, ich glaube, vor der wir heute alle stehen, egal wo wir jetzt da auf diesem Kontinuum wohnen, weil die Menge an Stressoren, die Menge an Belastung, die wird mehr. Es wird nicht mehr gut, ja, es wird nicht mehr sein, mach's wieder gut, sondern wir können nur anfangen, uns daran elastischer anzupassen. Und da brauchen wir diese Wahrnehmung dessen, was gut ist, weil die uns stärkt und schützt und auf Dauer macht uns das resilient. Wir müssen es nur tun. Deswegen Gewohnheiten aufbauen, die dazu beitragen, das Positive auch wirklich wahrzunehmen. Das ist einer der wesentlichen Resilienzschlüssel. Ja, ich erinnere sehr gut aus dem letzten Jahr dein Zitat, Bad is stronger than good. Und aus dem letzten Jahr gibt es auch Die die Seifenblase. Seifenblasen. Mein Ich wollte gerade Pusteblick sagen, steht stehen Sie immer da? noch da, aber selbstverständlich stehen die. Ja, sehr gut. Ach, ein Traum. Seifenblasen und Tennisbälle hattest du, Ja, glaube ich, genau, im das Bild. Tennisball liegt da drüben. Ich könnte ihn holen, ich sehe ihn schon. Alles gut. Ich fand das viel besser als Golfbälle, weil ich habe mal einen Golfball abgekriegt und das war Hast du durchaus. gesagt? Also dann lieber ein Tennisball. Ja. Tennisball ist auch nicht schön, aber Golfball ist noch gemein. Das habe ich mal gemerkt. Inzwischen sind es Golf- oder Tennisbälle. Okay, ja, das ist sehr bildlich. Das habe Ja. ich sofort, kam sofort wieder. Ja, super. Ich weiß von dir, dass du zwei ganz tolle Kartensets veröffentlicht hast. Und zwar eins für Coaches und eins, wie du mal gesagt hast, für den Hausgebrauch. Wobei ich so Hausgebrauch finde ich, das klingt so wie Küchenmaschine. Nicht, dass ich irgendwie Küchenmaschinen nicht gut fände, aber es ist viel mehr, weil auch das ja für so ein kleines abendliches Ritual stärkend, kräftigend, das Ja. finde ich, da ist Hausgebrauch, das ist wie Zähneputzen, ist wichtig, aber ist nicht sexy. Sag doch noch in ein, zwei Sätzen was dazu, bitte. Karten, warum Karten und nicht Bücher? Bücher sind toll und ich schreibe Bücher auch wirklich gern, aber wir alle haben so viel zu tun und nicht so viel Zeit zu lesen. Und ich habe die Chance gehabt, ich habe mir es ja vorhin schon hergeholt, als wir geredet haben, es gibt dieses Kartenset, Menschen beim Wachsen begleiten und da ist ein japanisches Bild drauf. Also es hat mich total gefreut, dass der Verlag bereit war, dass die Vorderseite von diesen Karten, wo Bilder drauf sind, sind alle Fotos aus Japan drauf. Und zwar die meisten davon von mir selber, von meinen eigenen Reisen nach Japan. Und das ist jedes Mal ist das wirklich eine solche Freude, da reinzuschauen. Und auf der Rückseite ist so in ganz kurzen, knappen Worten ist eine Intervention der positiven Psychologie drauf, die man entweder selber oder mit einem Coach machen kann. Das heißt, dieses Japan-Set, das ist das für die Coaches. Und das andere, da ist eine Blume vorne drauf, das ist eher so im europäischen Bildraum angesiedelt, Naturmotive, das ist für Selbstcoaching, da braucht man also keinen Coach. Und beiden gemeinsam ist die Idee, kurze kleine Impulse zu geben, die wir in unserem vollen Alltag gut unterbringen. Und manche von meinen Coach-Klienten oder von den Teilnehmenden, die sagen dann auch, ja, ich habe das, ich lege das so bei mir, das liegt auf dem Nachtkastel. Und dann ziehe ich eine Karte raus. Das ist zufällig eine von meinen Lieblingskarten Ah, übrigens. Es war ein wow. mega schöner Moment in Ah, einem Tempel im ja. ländlichen Japan. Und dann ziehe ich die raus und dann freue ich mich an dem Bild und hinten drauf steht dann eine Intervention und mit der kann ich dann was tun. Und so sind diese Kartensets gedacht und ich freue mich, dass die sich auch ganz guter Resonanz erfreuen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Bilder sehe. Ja, was soll ich Schöne sagen? Ressourcen. Also wieder etwas weiteres für die Bestellung beim Bookdealer um die Ecke oder direkt auf junfermann.de. Ich schätze den Junfermann Verlag sehr für seine Vielfalt und ich arbeite mit ihm ja auch schon viele, viele Jahre zusammen. Finde, man merkt sozusagen auch die Liebe für die Themen, für die Ja. Weiterentwicklung und ja, von daher perfekt. Stell dir vor, meine Lektorin beim Junfermann Verlag, ich bin da ja auch schon seit eigentlich fast 30 Jahren zu Hause, die geht jetzt in den Ruhestand. Das heißt, sie Nein. macht jetzt gerade noch dieses Buch zum Persönlichkeitspanorama, das hat sie mir versprochen, das wird sie noch in die Welt bringen und danach geht sie in den Ruhestand. Also für mich endet da eine Ära. Ich werde Gut. weiter bei dem Verlag bleiben, keine Frage, aber also. Hast du denn ihr da die Erlaubnis erteilt? Das würde ich aber noch mal in die Verträge gucken. Ja, ja, schön. Daniela, Ja, ich danke dir ganz danke. herzlich. Es war mir eine echte Freude und
Ja, schön, dass ich jetzt auch weiß, dass du dein Wodka-Glas nicht ganz so voll machst. Ja. Cheers. Nicht, dass es Vielen danach Dank. heißt, die Blickhahn säuft sich durch den Tag, um Gottes Willen. Da möchte ich an der Stelle gerne noch eine Empfehlung geben, die ich gerade ganz frisch gekriegt habe. Eine Teilnehmerin von mir in einem der letzten Kurse, die hat ein Programm entwickelt, wie Menschen ohne Alkohol glücklich leben. Und zwar nicht die typischen Alkis, die man so im Blick hat, sondern so die typischen Menschen, die jung, erfolgreich, hochleistend sind, aber in einer psychischen Abhängigkeit stecken, ohne es vielleicht bewusst zu merken. Das Buch heißt Ohne Alkohol, die beste Entscheidung meines Lebens. Die Autorin ist Natalie Stüben. Das ist auch ein Spiegel-Bestseller geworden. Ich habe das Buch jetzt kürzlich erst gelesen, weil sie es mir geschenkt hat. Ich bin wirklich richtig, richtig echt beeindruckt davon und das kann ich sehr empfehlen. Super. Ich Ja, also trinke so viel gleich. zum Thema hier, ne? Alles gut. Ich Gutes trinke gleich. Rosenheimer Wasser. Seit meinem 40. Lebensjahr, das ist jetzt 8,5 Jahre, habe ich keinen Schluck Alkohol getrunken und ich kann nur sagen, meine Meditationspraxis, meine Klarheit und so weiter, alles streng nach Glaube oben, ich. steil nach oben. Und Glaube ich. wer Andrew Huberman schätzt als Podcast-Host oder ihn noch nicht kennt, Huberman Lab, der hat eine tolle Folge gemacht. Nach der trinkt man keinen Alkohol mehr. Zumindest nicht so häufig. Und ja, super. Daniela, wie jedes Jahr eine Danke dir. Freude. Ich danke Ja. dir sehr herzlich und Gleichfalls. hab ein tolles Jahr. Bis bald. Du Danke. auch, Sebastian. Mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss.